Alter, was ne geile Runde gegen Techrap. Weekend Line, Melanie Line, Safe This Line. Oh, Runde schon zu Ende, aber geil Spliff. Schön, dass man verkackt gegen den Mel. Und schön, dass du nix von meiner Angriffsfläche hältst. Jeder scheiß Gegner hat gedacht, dass mich das trifft mit dem Melanie. Mal schauen, ich bin im Finale. Gebracht hat das wohl nichts. Doch SpliffTastiC hat's drauf, der ist schlau. Denn der kommt mit, genau, mit Melanie. Wow. Du hast es einfach nicht gecheckt, Spliff, ich seh das schon. Das ist kein fucking Safe, das ist nur Aktion, Reaktion. Und ey, das ist Finale, warum wirkst du so verbissen und so abgefuckt? Komm schon, ich mach mir auch ein paar Zöpfe, Spliff, lach doch mal. Weißt du, was kacke ist? Dass man dich nicht mal zum Lachen kriegt, obwohl du auf der Straße da so triffst. Warum die Trauerstimmung? Schule wieder stressig? Das VBT ist tot, warum hast du es nicht gerettet? Das ganze kritische Gelaber wirkt so aufgesetzt, das liegt doch hoffentlich nicht an deinem Elternhaus. Stell dir vor, Finale und der Favorit haut drei Parts dasselbe raus. So ausgelutscht, man kriegt nicht mal vor Fremdscham ne Gänsehaut. Ey, und da so, was geht ab? Ich bin der Typ, wegen dem du nicht im Finale stehst. Du bist nicht gerade schön, aber schwul. Hältst mich ehrlich für interessant? Spliff ist schon scheiße. Loser wie dich blendet man allerhöchstens hinter ihm ein. Und es gibt... Stein, Schere, Papier, ich spiel Chemotablette. Du nimmst ein Drittel von was? Bitte kein Wort verstanden, weil dein Headset meine Ohren massakriert. Yeah, Bier. Stell dir vor, Halbfinale und keiner guckt da mehr auf dich. Hihi, guck mal die Klicks, ich glaub, der Grund dafür war ich. Kurze Frage, SpliffTastiC. Wenn mich ne Beutelratte Bike am Haus vom Mars nennt, ist das deine Nagetierbattle? Aber ist Punch echt geil zu sagen, ich würd damit drum, meinen Schwanz zu zeigen. Andererseits, wer droht denn immer fremde Pimmel abzuschneiden? Nochmal ganz kurz, weil ich's nicht ganz peil. War das jetzt wieder Kunst oder sollte das echt ein Punch sein? Punch sein. Du musst wirklich überzeugt von deinem bisschen Fame sein, wenn du so einen wacken Text schreibst. Ey yo, ich existiere nur aufgrund von einer Weekend-Line. Echt geil, wenn mir das jemand sagt, der nicht mehr existiert aufgrund von einer Landsline. Immer derselbe Mist. Du nennst mich schwarzes Loch der Kreativität und kommst dann kreativ mit Melanie. Und da so fuck, dem muss ich hier nur kontern zum Spaß, nachdem ich von ihm fürs Halbfinale dicke Props gekriegt hab. Ey und da so, was geht ab? Was machst du hier im Finale? Vielleicht solltest du dich dafür erstmal duschen. Aber wozu? Weil dir sonst wieder jeder sagt, du wärst voll ekelhaft. So wie jeden Ja Tag. Genau, aber ich muss jetzt auch wirklich los wegen dem Battle, sonst hat Spliff noch gewonnen. Ach ja, du musst ja battlen, dabei hat er nicht mal eine Chance, viel Spaß. Ey, willst du ihm nicht helfen mit ner Hook? Ey, ehrlich nicht, allein aus dem Grund, dass der Spaß dir mir zu erbärmlich ist. Ey, und was labert der von T-Shirt-Motiven? Versucht er mich oder Kiko zu dissen? Redet von Mischen, sodass ich echt traurig bin, weil das, was wehtut an der Line, nur seine S-Laute sind. Ja. Ich klau dem Gegner die Ideen, das ist witzig, wenn du Bladesas HD-Line gegen dich baltest und 1:1 gegen mich bringst. Ohne Mist, daran sieht man doch schon, wie hohl du bist mit Greenscreen im Finale, wo da so der Homo oben rechts das Logo ist. Als ob ich irgendwas hier kontern müsste. Laut Statistik braucht man, um dich zu besiegen, nur eine Sonnenbrille. YOLO Spliff. Ich muss was korrigieren, weil du umgezogen bist und schon 8 Wochen allein wohnst. Na endlich, du Trottel. Endlich mehr Zeit, League of Legends zu zocken. Und weil Mutti keine Wäsche mehr macht, frontest du mich dreist mit dreckigen Socken. Ob du gewinnst oder nicht, Fakt ist doch. Du bleibst für immer nur der Typ vom VBT, nur der Typ aus der Lance Butterson. Geiles Video, lustiger Sessel, paar Kassetten, danach Werbung für ein Shirt. Alter, muss ich das checken, du solltest unbedingt mit Frufoma sprechen, denn ein Video mit Konzept ohne Sinn ist nicht mit gut zu verwechseln. Können Sie sich daran noch erinnern? Das ist eine VHS-Kassette. Ja, wenn man die im Regal stehen hat, jahrelang, dann ist das nicht so gut, weil erstens mal hat man nicht viel davon, zweitens, die werden in der Qualität immer schlechter und schlechter und irgendwann kann man sich die nicht mehr angucken. Wenn man also noch alte VHS-Kassetten zu Hause haben sollte, die man gerne irgendwie archivieren möchte, dann sollte man die am besten auf eine DVD transportieren, umspielen, brennen, wie auch immer. Und wie das auch ein Laie hinbekommen kann, das zeigen wir Ihnen jetzt mal.